Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu unserem Let's Play Arc im Multiplayer. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt so weit, dass wir mit unserem Bau anfangen können. Ja, was gibt's zu erzählen? Wir hatten hier ziemlich High Life während der Farmphase. Jetzt fall ich hier gleich runter. Und ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Das ist unser provisorisches Farmlager hier. Mit Ofen, Smithy, Kühlschrank und scheiße Lager. Ein paar Schränke. Kompost. Ja, Kompost. Scheiße Lager. Ein paar Schränke, da mir die Ressourcen zwischenlagern mussten und Bauteile zu lagern. Und jetzt würde ich mal sagen, darf der Tommy den Spatenanstich machen. Der ja. Bau des ersten Fundamentes. Tommy und Daisy sind übrigens auch mit von der Partie. Ein wunderschönen. Hallo. Ja, das Fundament, da bin ich ja wieder für zuständig. Ne, weil ich bin ja hier der auserwählte Bauherr. Ja, die Materialien muss man schon dabei sagen. Wir haben ja, wie wir es in der letzten Folge ja schon gesagt haben, die Materialien und so weiter ist eine Menge, die wir jetzt an Materialien brauchen. Und dementsprechend hatten wir ja auch alles schon offline gefarmt. Und daher ist auch schon mal hier vorne ein bisschen was entstanden, was aber später noch wieder wegkommt. Weil wir wollen ja wenig ohne euch machen. Nur eben, das waren jetzt, ich glaube, jetzt gute 3 Tage Arbeit. Nur eben mit der kompletten Farmerei. Und das wollten wir euch jetzt per Videos ersparen. Ich glaube, das wären dann gute 50 Folgen gewesen, wo wir nur Steine und Bäume wegflacken. Man sieht es so. Ja auch hier, wenn man so ein bisschen rumguckt, hier ist alles ein bisschen kahl geworden. So, jetzt muss ich mal sehen, ob ich den Grundstein richtig setze, weil der muss nämlich jetzt sitzen. Ja. Guck mal, da kommt Daisy angeschossen. Genau. Und wie ihr seht, hier ist was zugelaufen. So ein kleines süßes Äffchen. Da wird Daisy das Ganze auch nochmal erklären, wie man das so ein Äffchen tamet. Beziehungsweise wir werden das auch in den nächsten Videos, da geht es auch ums Tamen dann speziell auch drum. Damit wir unsere Tiere alle wieder kriegen, dann werden wir auch so einen Affen euch zeigen, wie man es macht und so weiter. Was man zu beachten hat. Ja. So, wie viel habe ich jetzt hier? Das habe ich gar nicht mitgezählt. Das ist nicht gut. 5. 1, 2, 5. Das sind 5, glaube ich. 5, genau. Ah, hier oben setzt das nicht an. Scheibe. Wo? Auf der anderen Seite. Ja, wo bist du? Ach, hier. 6, 7, 8. Ja, 8. Das müsste hier vorne, muss ich mal gleich mal eine Slab holen, die wir hier hinsetzen. Weil hier kriege ich keine Foundation gerade drauf. Auf die Ecke. Okay, da müssen wir dann mit der Ceiling arbeiten. Genau. Wer hat in unser Haus gekackert? No. So, jetzt müssen wir 8 haben und jetzt müssen wir insgesamt dann 11 runter haben. 11. 1, 2, 3, 4, 5. Also das 6. ist, dass ihr es jetzt wisst, Tommy hat extra zur Erstellung des Hauses einen Bauplan erstellt. Genau. Ihr denn war vielleicht eventuell im Video auch einmal zeigen werden. Ja, die werde ich dann nochmal optimieren extra dafür. Ah, da war Herr Wallek. Aber was reicht's für ein vom Bauen her? Ansonsten müssen wir da halt auch wieder mit Ceilings arbeiten. Was haben wir da jetzt da? Ich habe 2 versaut, egal, wir sparen ja gleich welche. 2, 3, 4. Wo ich Kompost wegmache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du darfst. Setz 11, alles klar. Ja, dann müssen wir gleich mal sehen, dass wir mit Platten noch zumachen. Ja. Ich hatte das Ganze ja schon mal getestet, aber wahrscheinlich dann den ersten Stein ein bisschen anders eingesetzt. Okay, hier brauchen wir auch wieder Platten. Okay, hier auch.
Wie weit gehen wir rüber? Also aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5. So ein bisschen Stein hat ich noch. So. 5. 8 rüber, ja, gell? Genau. Die Grundfläche ist ja 11 mal 8. 6. Man kann 7, zum hier. Stopp, bevor du was abreißt. Zwei Reihen hier vorne. Die letzten zwei, die können wir uns erstmal an Anführungsstrichen ein bisschen sparen. Weil es ist ja eh nur danach die Terrasse, die hier entsteht. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht das Lager abreißen. Ja, ich muss eh bloß noch eine an die Kante vorne hinbauen. Genau. Also wir sind hier, mal gucken. Okay, hier kann man noch ansetzen, das ist gut. So, ich hol schon mal ein paar Platten. Okay, hier nicht mehr. Hier nicht mehr. So, dann mache ich hier mal eine Mitte zu. Gut, dass wir hier schon mal im Vorfeld schon viel gefarmt haben. Oh ja. Weil es war auch eine lange, lange Aktion, das Ganze hier hinzubekommen. Zup, zup. Was kommt da hinten noch einer hin? Ja, so. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon offline schon mal getestet, wie gesagt schon. Hab darüber jetzt noch einen Bauplan gemacht, sodass wir dann alle wissen, wie was jetzt hier gebastelt wird. Tommy, ich habe noch 8 Foundations übrig. Ja, das Gute, kommen wir immer in die Kiste, wer weiß, wozu wir sie brauchen. Hier hinten an der Ecke brauchen wir sie noch. Mhm. Wo unsere Bauutensilien soweit stehen. Wie sieht's denn hier aus? Kriegst du hier noch keine mehr hin oder ist es jetzt... Nee, hier scheint es nicht mehr zu gehen, warte. Nee, die snappen hier nicht mehr an, die stehen auf dem Boden unten. Oh, so. Müssen wir, anders geht's nicht. Ja, da schauen wir mal, wie gesagt, das ist ja eh unsere Terrasse hier nur und ja. Gut. Ja, aber ich hab die Grafikbugs drin. Wegen der Farbe? Ja. Oh ja. Da sieht aus, als ob jemand drauf gepisst hat. Ja. Hier an der Ecke, hier hinten habe ich glaube noch so ein paar Flecken. Sieht lustig aus. Kommt vielleicht vom Gras, wo hier mit zwischendrin wächst. Ja, gehe ich auch mal von aus. Gut, da haben wir diesen Punkt, Fundament sitzt. Mehr oder weniger. Das sind okay, das sind jetzt noch zwei, drei Ecken, die man nacharbeiten muss, aber das bekommt ja, man jetzt schon hin. Ist, also das ist die falsche Baustelle hier. Hier sind die Fertigware drin. Genau. So, jetzt schnapp ich mir mal ein paar Wände. Ja, willst du die Türen, willst du die normalen Wände machen, dann mache ich die Türen und Fenster. Ich mache mal jetzt normale Wände, ja. Genau, dann schnapp ich mir jetzt die Türen und Fenster. Da muss ich jetzt aber nochmal auf den Blauplan. Blauplan gucken. Wie ich am Blueprint besten mache. Ja, genau. Auf den Bauplan schauen, wie ich das am besten mache. Denk mal, ich fange ganz da hinten in der Ecke an. Genau, hier wird angefangen dann. Ja, mit was fangen wir da an? Mit normaler Wand, gell? Jetzt genau. Ich muss mal den Plan aufmachen, so. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das ist das hier, das ist Nummer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, okay. Moment mal. Schubs. Das war einmal da. Da muss ich jetzt selber auch nochmal drauf gucken. Nicht, dass ich jetzt... Hast du jetzt nicht schon falsch angefangen? Nein. Bau, oh, Ecke. Ja. Ah, einmal nee, passt. Voll Ecke. Fenster. Ja, genau. Stimmt. Genau, dann kommt nämlich jetzt... Okay, voll. 2, 4 hoch. Okay. Dann setze ich jetzt hier mal voll hin. 1. Ich lasse euch meinen Beschützer da. Die kleinen Affen? Ja. Die kleinen Süßen? Das ist ja gut. Genau, da kannst du jetzt mal erklären, wie man das Ding tamt. Genau. Du brauchst dich nicht so angucken. Ja, Daisy ist bei solchen Sachen öfter mal ein bisschen schüchtern, ne? Ja. Ist aber nicht so schlimm. Wenn sie nicht will, muss sie nicht. Genau. Wir zwingen hier keinen. So, da muss jetzt noch einer hin.
Ja, ich muss so, bin jetzt auch etwas kurz ein bisschen ruhiger, damit ich hier genau setze, nicht, dass wir jetzt hier was falsch setzen. Weil ansonsten, ja, ein bisschen Konzentration. So viel zum Thema Konzentration. Ja. Krachwumm hat's gemacht. Ich freue mich auf unser Häuschen. Ja. Sehr viel Arbeit steckt bis jetzt schon da drin, was ihr jetzt noch nicht so mitgekriegt habt bis jetzt. Da ja, wie gesagt, das Haus einmal komplett im Offscreen wurde es schon mal komplett gebaut. Und die ganzen Materialien sammeln und so weiter, also auch alles aufschreiben. Ach, leck mich doch, Alter. Du bist falsch. Wieso? Zwei Reihen Abstand hast du gesagt. Ja, schau mal auf den Plan, genau. Es geht von der Seite voll, Fenster, voll, voll, Fenster, voll, voll, Fenster, voll. Oh mein Gott. Ach ja, jetzt ich weiß, warum ich durcheinander gekommen bin. Okay. Wozu schicke ich dir deinen Bauplan? Ja, ich hoffe mal, dass die Ressourcen jetzt dennoch reichen. Ansonsten müssen wir gleich noch mal ein paar Steinwände nachbauen. So, das heißt, ich muss hier voll reinmachen. Genau. Willst du die abreißen, die eine Randreihe jetzt hier? Weil hier müssen nämlich Fenster dann rein. Du musst sie überbauen. Wenn du sie überbaust, dann bekommst du die Ressourcen die Hälfte zurück. Alles klar. Genau, jetzt kommt hier wieder mal zweimal voll rein. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Verlauber labern. Ja, sowas schlägt sich dann schnell ein. Okay, jetzt stimmt's aber. Genau. Oder? So. Zack, Zwischenwand, eins. Hoppas. Genau. Ja, jetzt. Jetzt bin ich gerade mit der Fläche hier durcheinander gekommen, schon ein bisschen. So, ab hier vorne warte ich mal. Ich mach jetzt mal da hinten weiter. Da wo schon du vorgebracht. Hä? Zweimal Fenster? Ja, tatsächlich. Nee. Was? Doch. Die Tür ist auf der anderen Seite. Warte mal. Dann fehlt mir eine Seite von dem Plan. Wieso? Ja, oh. Das, ich habe da nur eine Frontansicht gemacht. Das, was bei dir die eine T ist, die Tür, ja. Ist auf der anderen Seite ein Fenster. Weil wir haben ja nur eine Eingangstür. Ach so. So, hätten wir das auch. Dann, da kommt Dings rein. So, jetzt muss ich wieder Material holen. Au! 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 Irgendwas gibt hier Streit. Was ist los? Affe! Ach so. Das wirst du ja hinkriegen. Hau ihn um, den blöden Affen. Nein! Oder willst du ihn tamen? Der muss noch einmal essen. Ach, Daisy ist wieder unterwegs und tamt Affen. Wegen vier Wände, Alter, zu schwer. Aber mal das ganze Material da wegräumen. Ach so, ihr seht hier die Ramshackled Shotgun. Ist mir zufällig über den Weg gelaufen in so einen Airdrop. Da hinten ist wieder so ein blauer Airdrop und ich habe hier in der Zeit, wo wir ein bisschen gefarmt hatten, nebenher die Airdrops immer eingesammelt und da war die mit dabei, unter anderem. Ja, in der Hinsicht waren wir ja schon recht fleißig. Aber diese Airdrops werden wir auch noch öffnen, wenn ihr dabei seid. Ach, jetzt habe ich die Türe schon wieder falsch und gut, dass ich noch eine mehr gebaut habe. Weil jetzt wird nämlich das kommt der Schwierige hier unten, da wird viel Material drauf gehen, nämlich die Elemente alle richtig rumzusetzen. Wer das schon mal gemacht hat, wird das auch selber gemerkt haben. Sobald nämlich hier Foundation schon auf allen beiden Seiten steht und man will mitten drinnen was aufbauen, ist es immer schwierig, die Elemente richtig rum dran zu setzen. So. Gleich geht's auch los, da können wir auch unseren ersten Aufgang bauen. Das wird sehr interessant. Oh ja. Weil ich hab mir nämlich mal was überlegt zum Thema Leitern, weil das hat mir so ein bisschen gestört, weil sobald man die normalen Leitern, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt original heißen, aber gibt's halt die Holzschrägen. Was war das gerade? Gute Frage, nächste Frage.
Hast du das auch gehört? Ja, das habe ich gerade auch gehört. Was? So ein Fauchen. Ich bin gerade erschrocken, hey. Ja, ja, ihr habt gleich ein dickes Problem, wenn ich nicht mit dem Affe gekommen wäre. Wieso? Koko. Ach so. An der Base. Naja, wir bauen jetzt hier zu, da kommt es hier nicht mehr rein. Kann es da draußen Theater machen, wie es will. So, das brauchen wir, das brauche ich, das brauche ich. Nicht so brüllen, das geht aufs Ohr. Oh ja. Passt wieder irgendwas nicht? Ja, verkehrt rum. Ja, da musst du genau jetzt hingucken. So, ich fange jetzt schon mal hiermit an. Hoffentlich kriege ich das jetzt richtig. Jetzt muss ich selber mal nochmal zählen, das Ganze. Weil nicht, dass ich jetzt hier die Elemente falsch rum draufsetze. Leck mich doch am Arsch, Alter. Mich nervt das schon wieder. Zwei hat man gesagt. Ich sitze aber auch nicht richtig. Wo sitzen die nicht richtig? Was ist denn das hier? Tommy, hilf du mir mal. Sofort. So. Ich will hier irgendwie nicht so, wie ich das will. Du baust hier gerade einer falschen an. Wieso? Du baust an dem Element anscheinend an, anstatt an dem Element. Ist so. Ja, passt doch. Auf den Außen machen. Ah, hier ist ja noch ein Äffchen. Komm mal rüber, Kleiner. Du hast ja zwei schon. Und ein großer. Tommy? Affenparade hier. Muss ich jetzt hier einfach nur Wände bauen, oder? Warte mal, ich ziehe die Affen an der Seite. Genau, da kommen einfach nur die Wände komplett durch. Von vorne bis da hinten. Zwei hoch aber nur. Okay. So, dann werdet ihr heute sehen, wie das Grundfundament mit den ersten Elementen jetzt schon fertig geworden ist. Oder fertig wird. Oh ja, wir sind fast am Ende der Zeit angelangt, sehe ich gerade. Ja. Und den Rest, wie es weitergeht, werdet ihr dann in der kommenden Folge dann sehen. So, ich lasse euch das jetzt mal sehen, wie er noch schön unsere letzte Wand zieht. Wie gesagt, das Erdgeschoss machen wir jetzt zusammen noch fertig. Wir erreichen die Wände nicht. Wie viel hast du denn noch? Keine mehr, ich muss wiederholen. Ein, zwei, also hier bräuchte man alleine schon noch... Ich hol nochmal 50 Wände. Ja. Das kann, sein, das kann sein, dass wir noch mal zwischendurch noch einmal farmen müssen, aber das ist ja wohl kein Problem. Ja, wir haben ja die Kisten extra noch mal sicherheitshalber voll gemacht. Damit, falls sowas mal passiert, weil verbauen tut man sich spätestens oben beim Holz, wird das sehr kriminell noch werden. Das ist jetzt schon kriminell. Ja, das ist jetzt so einfach. Noch bist du hier total an einer einfachen Position. Wart's ab, bis du gleich oben am Holz rankommst, dann wirst du fluchen. Oh, Slow-Motion-Renner. So sieht das aus, wenn man vollgeladen ist. Hopp, 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 komm. Ja, ja. Der geht nicht schneller. Komm, Olympia, ich reich dir auch beim Fackellauf die Fackel. Komm. Warte. Ja, die will nicht. Nee. Jetzt hab ich sie. Ja, Forrest, lauf. Lauf, Forrest. Also, die Folge hat jetzt Überlänge, bis er ankommt. nee, wir sind noch in der Zeit. Na? Noch bist du auch nicht am Ziel. Boah. Wir sind wieder freundlich, ne? Das ist, wenn man so viel Scheißdreck in den Taschen rumschleppt. Ja, deswegen habe ich vorher im Vorfeld schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, aber ich brauche halt die Axt, ich brauche mein Speer und mein Pickel und meine Keule. Hab ich auch alles dabei. Das brauche ich alles und ja. Keine Lust auf unbewegsame Überraschungen. Wir sind hier in der letzten Zeit jetzt oft genug überrascht worden. Oh ja. So, das war's. Stopp. Nein, war's nicht. Ich warte auf dich hier. Hier ist noch ein langes hin. Hier. Ja, dahinter, genau. Und jetzt hier hinten zumachen, zwei hoch, bitte. Moment.
Weil wir sagten, wir das Erdgeschoss machen wir jetzt erst mal fertig. Ich hoffe jetzt, das habe ich das richtige Element, habe ich. So. Genau. Das kommt noch zwei Platten von mir, weil ich muss ja auf unseren Slow-Motion-Renner warten. Aha. Ja. Egal, dann kriegt man halt Überlänge. Wir haben letzten Folgen mal ab und zu mal ein bisschen gekürzt, so ich es weiß. Genau. Vor allem unsere Kanu-Folge, die war ja geil. Wir haben ja der zweite Teil, wo so hart gecuttet wurde, nur noch aus meiner Perspektive filmen können, weil Tommy tot war und ich der einzigste Überlebende war. Wie gesagt, okay, ich gebe das Material Tommy weiter, dass er euch auch was zeigen kann. Ja, das Material habe ich ja gut eingebunden. Ja. So, ich würde sagen, das ist willkommen in unserem Erdgeschoss. Das ist jetzt etwas größer. Ihr werdet auch später sehen, weswegen wir es auch jetzt so gebaut haben, auch mit dem Wendenabstand und so weiter. Das hat alles so Hand und Fuß schon. Die Größe hier unten haben wir jetzt erstmal größer erstmal gewählt, da hier erstmal ein großes Lagerhaus reinkommt für viele Sachen, weil das ist auch unsere Zentrale hier. Tommy, verrat nicht so viel. Mach Cut. Ich mach keinen Cut. Ja, mach Sense. Und hier kommen noch schöne andere Sachen. Aber lasst euch überraschen. Das ist alles noch Rohbau. Okay, das Schlusswort darf ich ja heute wieder sagen. Und dementsprechend danke wieder mal fürs Zuschauen. Und ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss.